Guten Morgen. Es könnte sein, dass ich noch etwas müde aussehe. Es ist jetzt kurz vor 6. In 20 Minuten werde ich abgeholt, zum Glück gegenüber beim Hotel. Also muss ich nicht so weit laufen. Und heute erfüllt sich einfach mal ein absoluter Lebenstraum für mich. Ich hoffe, es klappt. Ja, es geht auf jeden Fall raus aufs Wasser. Deswegen ist der Bikini schon drunter. Bei dem Gedanken friere ich schon ein bisschen, denn es sind draußen gerade mal, ich glaube, 13 Grad und. Es ist ja hier Frühling und das Wasser ist auch noch nicht so warm. Aber egal. Da muss ich jetzt durch. Und ja, ich treffe heute ganz besondere Tiere. Und welche, das seht ihr jetzt. So, ja, das war das verwertbare Material von meiner GoPro. Sorry for that. Ja, keine Ahnung, ich habe es irgendwie nicht gut hinbekommen. Ich weiß nicht. Meistens sitzt das Problem ja hinter dem Gerät. Also, ja. Ich hoffe einfach noch, in meiner Gruppe war noch ein deutsches Paar, mit dem ich mich ganz gut verstanden habe. Liebe Grüße an euch, wenn ihr das seht. Und die haben auch Aufnahmen gemacht. Auch mit einer GoPro und die bekomme ich allerdings erst von heute an gesehen in 3 Wochen, wenn sie wieder in Deutschland sind. Also vielleicht kann ich euch irgendwann noch mal schönere Aufnahmen einblenden. Ich hoffe, ich kriege von der Firma auch noch ein paar Aufnahmen. Die haben zumindest auch gefilmt und steht halt da, dass man die zur Verfügung gestellt bekommt, haben sie auch gesagt. Ich weiß nicht, ob es Fotos oder Videos sind. Wenn das der Fall ist, gibt es jetzt auch noch ein paar schönere Aufnahmen. Ansonsten, egal, anyways. Es ist alles in meinem Kopf und es war einfach so, so unfassbar schön. Wir haben zwar 3 Stunden gesucht und hatten eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben, dass das was wird. Aber dann haben ich und ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf, das Mädel, mit dem ich mich da unterhalten habe, haben wir dann einen Delfin gesehen von weiter weg und dann war das ein Pärchen und als wir dann bei denen waren, kam halt eine riesige Gruppe von Delfinen und ich weiß nicht, wie viele Tiere das waren. Also 10, 15 wahrscheinlich, die um uns rumgeschwommen sind und die einfach Bock dazu hatten. Und was ich halt bei dem Veranstalter sehr gut finde, die Tiere werden nicht gefüttert, sie werden nicht angelockt, sie werden nicht irgendwie dressiert oder sonst was. Man geht einfach nur ins Wasser und schwimmt da ganz ruhig. Ein Guide ist mit so einem, ich weiß nicht, wie es heißt, Scooter unterwegs, der halt mit den Delfinen spielt und man merkt halt richtig, dass die Bock dazu haben. Sonst würden sie auch einfach wegschwimmen, das könnten sie jederzeit. Also überhaupt kein Zwang, total richtig gut. Und es war einfach unbeschreiblich, die so in freier Wildbahn zu sehen, wie die miteinander agieren und hochschwimmen und an einem vorbei. Und das war einfach unfassbar schön. Von daher hat es sich einfach schon gelohnt. Egal, ob das jetzt auch gute Aufnahmen geworden sind oder nicht.
ich habe es erlebt und es war ein Traum. Es war echt richtig, richtig schön. Und ich bin jetzt schon frisch geduscht und fertig gemacht. Heute Abend geht es nochmal essen und treffe ich mich noch mit jemandem. Und ja, freue ich mich auf den schönen Abend. Und morgen früh geht es zur nächsten Tour. Aber diesmal nicht ganz so früh aufstehen. So, und da ich es heute ja schon kalt genug hatte, habe ich jetzt die Jacke angezogen. Es ist nicht so mega kalt, aber es könnte ja spät werden. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass meine Tour morgen eine halbe Stunde später startet. Ich werde also erst um 9 abgeholt. Juhu! Also ist es nicht so schlimm, wenn ich heute ein bisschen länger ausbleibe. Und jetzt gucke ich mal, dass ich einen Bus kriege. Dann bin ich nämlich schneller da. Denn es ist ein Stück und ja, was es da gibt, seht ihr dann im Food Diary. Immer ganz dezente Schleichwerbung fürs Food Diary. Guten Morgen an diesem wunderschönen sonnigen Mittwoch. Es ist der letzte Tag in Perth und heute fahre ich nochmal raus. Eine Tagestour steht an und ein paar tolle Sachen stehen auf dem Plan. Die habe ich bei meiner letzten Australienreise schon gemacht und ich fand das so schön, dass ich das nochmal machen wollte. Und ja, hatte die Zeit, es war noch ein Platz frei, also geht es heute raus. Pickup ist um 9 Uhr, das ist sehr angenehm. Ich werde jetzt noch entspannt frühstücken, gepackt ist. Und ja, dann werde ich den ganzen Tag unterwegs sein und euch nehme ich mit, wie immer. Back 60,000 years ago, very shady. Let's go back 60,000 years ago. Ich finde die Pinnacles auch beim zweiten Mal immer noch unheimlich beeindruckend. Richtig schön hier und ja, jetzt ist aber noch ein bisschen Action angesagt. Jetzt geht's nämlich Sandboarding.
Links findet ihr noch ein Video von mir und rechts solltet ihr auf jeden Fall das Abo anklicken, dann verpasst ihr nämlich auch kein weiteres Video.